Hi, also, ich hatte ja jetzt die Woche mein dreijähriges Animationsbestehen, Animationskünstlerbestehen, Animatorbestehen, ich mache seit 3 Jahren Animation bei YouTube und wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr seit 3 Jahren, einige schon so lange, andere kamen im Laufe der Zeit dazu, mir treu geblieben seid und habe dafür für euch eine kleine Überraschung in der Videobeschreibung. Nämlich war ich vor vier Jahren war ich in einer Gruppe, die nannte sich German Wildcats und wir haben eine Parodie auf die Beine gestellt vom kompletten High School Musical 2 Film mit neuen Liedern, neuen Texten eingesungen, eine komplett neue Story dazu gedichtet. Ähnlich wie Kurt Murrow und Harry Potter und ein Stein. Ähnliches Problem wie bei Kurt Murrow, aber dass YouTube einfach mal die Parts gelöscht hat. Und das ist natürlich mega ärgerlich. Und das komplette Video findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr es als Stream angucken. Da klickt ihr rauf, klickt einmal auf kostenlos, weil ihr wollt kein Premium-Account machen, das ist unnütz, das braucht ihr nicht. Und dann lädt das Video und ihr könnt es einfach in kompletter Länge 1 Stunde 45 angucken. Und das ist wirklich mega lustig. Das ist auch so das, worauf ich noch mit am stolzesten bin. Und es war auch so das coolste Projekt, in das ich je involviert war. Bisher würde ich fast sagen, das rockt. Was lässt sich noch sagen? Wenn ihr Bock habt, ladet bei YouTube hoch, zeigt es euren Freunden, ladet es bei MyVideo, wo auch immer. Sorgt einfach dafür, dass es sich verbreitet. Das ist wirklich 4 Jahre alt. Wir haben mega Spaß damit gehabt, die ganzen Sachen aufzunehmen irgendwie. Und wir machen auch noch weiter mit der Parodie vom dritten Film. Die findet ihr auf youtube.com/German Wildcats. Ja, ansonsten, ja, viel Spaß dabei. Jetzt kommen noch erstmal so ein paar News. Zum Beispiel werde ich jetzt im Dezember schon langsam anfangen, die Charaktersets für DSDS Staffel 11 müsste das jetzt sein, zu machen. Um auch da wieder Parodien zu den Motto-Shows zu machen. Diesmal werde ich allerdings 5 Motto-Shows nur parodieren, nicht alle, denn das macht mein Kopf nicht mehr mit. Ich kann mir die Scheiße echt nicht antun. Und jetzt mit den Kaulitz-Brüdern in der Jury, das hält echt kein Schwein aus, ey. Also ich werde 5 Motto-Shows machen, plus Finale. Ja, hoffe, ihr freut euch schon ein bisschen drauf. Ansonsten wird es immer wieder was Kleines Neues geben. Ich habe vor, einen neuen Part von Mach nur ich das zu machen oder auch von Death Note the Game kommt ein neuer Part und Filmparodien will ich machen. Ansonsten verlinke ich hier mal noch, falls ihr das so lustig findet, hier so meine Fresse in der Kamera zu sehen, könnt ihr hier mal klicken und da meinen Vlog-Kanal abonnieren. Da mache ich Videobewertungen. Let's Watch Me Play. Da filme ich mich selber, wie ich Videogames spiele und so, weil ich Let's Plays so an sich mit Stimme nur langweilig finde. Oder ich mache irgendeinen Scheiß da, keine Ahnung. Irgendwie zappe ich vor der Kamera rum. Und hier unten gibt es noch Musik von mir und ja. Ansonsten dann viel Spaß. Auf jeden Fall nicht noch eine High School Musical Parodie. Guckt es euch an, es ist wirklich mega lustig. Und ja, viel Spaß dabei. Bis denn. Piau. Bye. Peace. Geh du steil. Yeah. Geblieben seid und habe dafür für euch eine kleine Überraschung in der Videobeschreibung. Nämlich war ich vor vier Jahren war ich in einer Gruppe, die nannte sich German Wildcats und wir haben eine Parodie auf die Beine gestellt vom kompletten High School Musical 2 Film mit neuen Liedern, neuen Texten eingesungen, eine komplett neue Story dazu gedichtet. Ähnlich wie Kurt Murrow und Harry Potter und ein Stein. Ähnliches Problem wie bei Kurt Murrow, aber dass YouTube einfach mal die Parts gelöscht hat. Und das ist natürlich mega ärgerlich. Und das komplette Video findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr es als Stream angucken. Da klickt ihr rauf, klickt einmal auf kostenlos, weil ihr wollt kein Premium-Account machen, das ist unnütz, das braucht ihr nicht. Und dann lädt das Video und ihr könnt es einfach in kompletter Länge 1 Stunde 45 angucken. Und das ist wirklich mega lustig. Das ist auch so das, worauf ich noch mit am stolzesten bin. Und es war auch so das coolste Projekt, in das ich je involviert war. Bisher würde ich... Hi, also, ich hatte ja jetzt die Woche mein dreijähriges Animationsbestehen, Animationskünstlerbestehen, Animatorbestehen, ich mache seit 3 Jahren Animation bei YouTube und wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr seit 3 Jahren, einige schon so lange, andere kamen im Laufe der Zeit dazu, mir treu fast sagen.
das rockt. Was lässt sich noch sagen? Wenn ihr Bock habt, ladet bei YouTube hoch, zeigt es euren Freunden, ladet es bei MyVideo, wo auch immer. Sorgt einfach dafür, dass es sich verbreitet. Das ist wirklich 4 Jahre alt. Wir haben mega Spaß damit gehabt, die ganzen Sachen aufzunehmen irgendwie. Und wir machen auch noch weiter mit der Parodie vom dritten Film. Die findet ihr auf youtube.com/German Wildcats. Ja. Ansonsten. Ja, viel Spaß dabei. Jetzt kommen noch erstmal so ein paar News. Zum Beispiel werde ich jetzt im Dezember schon langsam anfangen, die Charaktersets für DSDS Staffel 11 müsste das jetzt sein, zu machen. Um auch da wieder Parodien zu den Motto-Shows zu machen. Diesmal werde ich allerdings 5 Motto-Shows nur parodieren, nicht alle. Denn das macht mein Kopf nicht mehr mit. Ich kann mir die Scheiße echt nicht antun. Und jetzt mit den Kaulitz-Brüdern in der Jury, das hält echt kein Schwein aus, ey. Also ich werde 5